Ja, Sexualität eigentlich in aller Munde, vor allem in unserer sehr sexualisierten Gesellschaft, könnte man eigentlich sagen, unser Grundbedürfnis. Wir kennen alle diese Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und da haben wir unten Essen, Trinken, Schlafen, Sex. Ja? Es gibt zwar Leute, die sagen, es sollte vorher noch WLAN kommen und der Akku, aber wie gesagt, es ist ein Grundbedürfnis. Und der zweite Aspekt, Sex ist die intimste Kommunikation zwischen zwei Menschen. Und es ist Körpersprache und Sex fängt aber nicht nur, wie gesagt, dort an, wo die meisten glauben, sondern mit dem berühmten Flirt, der in unserer Gesellschaft kaum mehr geübt wird, beziehungsweise es gibt sogar Coaching für Flirten. Und ich finde das sehr befremdlich, dass das nicht mehr in uns so veranlagt ist, dass wir das selbstverständlich machen. Ich finde, dieser Mangel an Erotik ist auch der Grund, warum eben so viel über Sexualität gesprochen wird. Ich vergleiche das gern mit dem Essverhalten auch. Wenn ich Hunger habe, spreche ich viel übers Essen. Wenn ich sexuell nicht befriedigt bin, wird sehr viel über Sex gesprochen. Und ich muss sagen, diese Sexualisierung hat auf keinen Fall eine befriedigendere Sexualität de facto gebracht. Meiner Meinung nach ist diese Körpersprache eine der wichtigsten Verbindungsstellen zwischen zwei Menschen. Es geht hier um Geborgenheit, um Liebe, um Angenommensein, um sich fallen zu lassen. Das ist wirklich die erfüllende Seite dieser Sprache, dieser Kommunikation. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, sowohl Mann als auch Frau sind polygam. Treue ist eine Entscheidung. Und in unserer westlichen Zivilisation haben wir uns dafür entschieden, das so leben zu wollen, weil wir gemerkt haben, das ist eigentlich das, was uns erfüllt. Vor allem in der Sexualität, die ist erfüllt mit einem Menschen, der mir was wert ist, der mir was wichtig ist. Also nicht ein Mensch, den ich konsumiere. Natürlich kann man nicht aburteilen und sagen, jeder One-Night-Stand ist jetzt moralisch total verwerflich. Hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Ein Gespräch ist ja auch manchmal belanglos, ja, um zurückzukommen auf die Kommunikation. Muss ja nicht immer eine Doktorarbeit sein. Ja? Aber erfüllend ist es, wenn mir der andere was wert ist, dass ich ihn wertschätze, dass ich ihn als Person wahrnehme und nicht nur auf der körperlichen Ebene eben. Wie gesagt, Treue ist eine Entscheidung von beiden Seiten und nicht treu zu sein, Außenbeziehungen werden natürlich gelebt, ja, finden aber meistens statt, wenn es in der Beziehung schon eine große Erosion in der Partnerschaft gegeben hat. Und auch natürlich, wenn der Partner nicht mehr wertschätzend mit mir umgeht, wo ich ein Defizit entwickelt habe an Selbstwertgefühl, weil mir immer wieder kommuniziert wird oder auch nichts mehr kommuniziert wird, suche ich in der Außenbeziehung natürlich wieder meine Selbstbestätigung. Beziehungsweise hat eine Außenbeziehung auch manchmal eine Art Erfüllungscharakter. Es ist eine Leere in einer Beziehung, es ist eine Sprachlosigkeit. Dann suche ich halt im Außen das, was die Leere auffüllen könnte. Wird leider aber nicht aufgefüllt, weil mir der Partner vielleicht nicht so wichtig ist und weil wir auf einer Ebene kommunizieren, die trotzdem auf der Oberfläche bleibt. Wenn vielleicht noch ein Sexualakt ich dann dort liege oder vielleicht am Schreibtisch sitze oder wo auch immer und merke, ja, ich habe zwar einen Orgasmus gehabt, aber irgendwie da ist leer geblieben. Wir haben uns hier für dieses Konzept entschieden und auch die Jugend tendiert immer wieder in diese Richtung. Es ist falsch zu sagen, die Jugend will das nicht mehr. Es ist nur so, manchmal die Jugend kann das nicht mehr, weil sie aufgrund ihrer Sozialisierung manchmal die Bindungsfähigkeit gar nicht mehr so herstellen kann. Viele kommen aus Patchwork-Familien,
sind in Alleinerzieherinnen oder Alleinerzieherhaushalten aufgewachsen und haben nicht gelernt, wie stelle ich Bindung her, haben aber ein enormes Bedürfnis dazu. Sonst wären ja die sozialen Medien nicht so gefragt. Da geht es ja auch um, ich suche Bindung. Also es ist ein permanenter Zustand. Und Sexualität ist eben die höchste Form der Bindung, des sich einlassen auf jemanden. Und das Schöne ist auch, merke, ich bin gewollt. Ich als Mensch bin gewollt. Ich mit meinen Ecken und Kanten und nicht nur mein Body.